Schwimmt ganz ruhig, fühlt sich schwer an. Ganz schwer zu sagen, was da am anderen Ende hängt jetzt. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder in Kooperation mit The Carb Specialist an einem Paleg unterwegs. Gerade angekommen hier in Frankreich am Saint-de-Gevrey. Ein wunderschönes Gewässer mit richtig vielen Stellen. Wir haben eine Stelle bezogen, auf die man nur mit dem Boot kommt. Und ja, da wurden wir netterweise von der Seebesitzerin gerade rüber chauffiert. Ich habe soweit schon alles aufgebaut. Zelt steht, Liege steht, Boot steht. Eine Rute habe ich gerade schon mit dem Pop-Up rausgeworfen, weil hinter uns ist ein fetter Fisch gerollt. Vielleicht beißt er ja schon. Und ich bereite jetzt die anderen zwei Ruten noch vor. Man darf hier mit drei Ruten angeln. Wir haben 4-5 Nächte Zeit, hier ein paar Fische zu fangen. Das wird wahrscheinlich ein zweiteiliges Video, weil wir in dieser Serie bzw. in diesem Video sehr ausführlich erklären möchten, wie wir hier vorgehen an so einem Gewässer. Und ja, ich bin mega gespannt, was hier so passiert. Die nächsten zwei Tage haben wir noch schlechtes Wetter. Danach wird es richtig warm. Und ja, dann zeigt der April auch, was er kann, hoffentlich. Fische sind schon gut aktiv, die rollen hier im Hintergrund schon richtig gut. Mal gucken, was da die Tage so kommt. Bevor sie jetzt losgeht, montiere ich noch mal ein bisschen Schlagschnur. 0,60er reicht vollkommen aus. Hier hat man ein bisschen Holz unter Wasser. Um auf Nummer sicher zu gehen, schalte ich da einfach 4-5 Rutenlängen vor. Gerade dann, wenn sich dann ein Fisch doch mal festsetzen sollte im Drill, kann man dann ganz entspannt mit dem Boot drüber fahren, den Fisch sicher lösen und man muss nicht einen Schnurbruch erleiden. Die Ruten sind geklippt, alles ist soweit vorbereitet. Jetzt geht es ans Futter. An so einem Paleg muss man ein bisschen drauf achten. Hier ist viel Angeldruck, dass man Futter verwendet, was ein bisschen unauffälliger ist. Und das schafft man ganz einfach, indem man drei verschiedene Boilie-Größen verwendet und diese dann nochmal extra mit Seewasser auswäscht. Da schafft man einfach einen Futterplatz, der sehr variativ ist und die Fische einfach lang suchen und nicht so auf den Trichter kommen, okay, da wird jetzt gerade aktiv geangelt. Deswegen wasche ich auch die doch konservierten Boilies einmal aus. Ich habe hier drei Typen an Boilies dabei, einmal den Scopex Squid, dann den Hot Tuna und einen Prototypen von Nash, der ist gerade noch in der Testphase. Die kommen jetzt alle zusammen in einen Eimer, dann packe ich hier nochmal ordentlich Seewasser drauf, rühre da zwei, dreimal um, schütte es wieder aus, nochmal Seewasser drauf, rühre da zwei, dreimal um, dass sich die äußerste Schicht ablöst und somit der Boilie wirkt, als wäre er schon 3-4 Tage im Wasser. Weil irgendwann kommen die Karpfen immer und räumen den Futterplatz auf, aber meistens erst dann, wenn die Angler weg sind. Und genau diesen Effekt wollen wir hier damit erzeugen, dass man einfach einen verlassenen Futterplatz imitiert.
mehr als 24 Stunden war die Route jetzt gelegen. Wir haben seit gestern nichts verändert. Heute ist Samstag, die ganzen anderen Angler sind gekommen. Die haben heute mega Radau gemacht auf dem See. Ich habe alles ruhig und still liegen lassen. Gerade ist der erste rausgelaufen. Da ist das erste Schweinchen. Der ist wirklich fett gefressen. Der hat wahrscheinlich alle Boilies gefressen, die wir da reingeworfen haben. Und das waren eigentlich gar nicht so viele. Aber der ist ordentlich dick. Das ist ein kranker Fisch, ey. Da lohnt sich das Warten. Bulldozer, Alter. Voll der Bulldozer. Gut, die Route ist abgelaufen, es hat alles gut funktioniert, das Steerrig hat gut gegriffen. Jetzt heißt es, die Route wieder abzuklippen. Das ist der Vorteil, wenn man seine Routen abklippt. Man weiß zu jeder Zeit, egal ob Tag oder Nacht, wo man hinwerfen muss, weil man einfach über die Routenlängen genau alles abklippt. Beim Abklippen muss man auf wenig achten, außer dass man sich nicht verzählt. An dem Platz ist es jetzt so, dass ich auf 18 Routenlängen abgelegt habe und so oft wickle ich jetzt hier meine Windungen umher um meine zwei Distance Sticks und dann kommt die Schnur in den Clip und dann weiß ich ganz genau, auf welcher Distanz mein Köder landet. Genauso wie gestern und in den nächsten 3 Tagen. Dann füttere ich nochmal 1-2 Hände Boilies drüber, nicht zu viel, dass die Fische wirklich aktiv am Platz weiterfressen. Das ist ganz, ganz wichtig, aber man darf nicht zu viel füttern, weil sonst natürlich die Fische erstmal ewig brauchen, bis wir den Hakenköder finden, aber vielleicht auch ein bisschen erschreckt sind von dem, was da im Wasser liegt. Genau, und wir haben einen riesen Vorteil jetzt, weil die anderen Angler, die sind hart hier am Boot fahren. Ich musste jetzt leider den Fisch mit dem Boot holen, das war nicht optimal. Im Optimalfall hätte ich ihn lieber vom Ufer aus gedrillt, aber wir machen hier alles extrem leise auf dieser Uferseite. Heißt, die Fische bemerken eigentlich fast gar nicht, dass wir hier sind und dementsprechend beißt dann langfristig mehr. Beim Aufwickeln auf die Distance Sticks muss man eigentlich nur darauf achten, dass man mit 2 Fingern die Schnur festhält, dass das alles unter Spannung bleibt. Und dann kann man eigentlich ganz entspannt hier rumwickeln, weil sobald die Schnur schlaff wird, fällt das alles zusammen und man hat nur einen riesen Schnursalat. Deswegen immer schön unter Spannung das Ganze auf die Distance Sticks wickeln. 7, 9, 10, 14. Ich bin jetzt bei meiner letzten Wicklung angekommen. Jetzt mache ich den Bügel zu, bringe alles unter Spannung, nehme mir die Schnur und lege die hier einmal um den Schnurclip. Dafür ist er da. Mache hier 2 Wicklungen unter Spannung. Wenn der Clip drin ist, dann ist es wichtig, mit der zweiten Hand wieder ein bisschen Spannung aufzubauen und dann die Schnur wieder ordentlich auf die Rolle aufzuwickeln. Die darf nicht zu locker drauf kommen, weil sonst kriegt man Perücken beim Werfen. Deswegen immer schön unter Spannung das Ganze aufwickeln. Da kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen am Anfang. Und irgendwann kriegt man da auch Routine, dann geht das super fix.
Der Fisch, der gerade gebissen hat, ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die Fische auch ein bisschen was weggefressen haben. Deswegen füttere ich jetzt zumindest mal zwei Hände Boilies hinterher, dass immer ein bisschen Futter in dem Bereich bleibt. Wenn da noch ein Biss kommen sollte, dann können das auch ruhig mal drei Hände sein. Aber lieber weniger füttern und auch nochmal sicher zu gehen, weil sonst überlastet man auch das Gewässer. Das wollen wir nicht. Zwei Hände reichen. Die Fische scheinen sich auf dem Platz eingefunden zu haben. Ich habe jetzt vorhin die Routen gelegt, vor gut zweieinhalb, vielleicht drei Stunden. Jetzt ist dieselbe Route wieder abgelaufen. Und der Fisch fühlt sich richtig solide an. Oh, das ist immer spannend, wenn der Fisch einfach ganz wenig ab. Der ist nur angelaufen, keine Schnur genommen, war gestanden. Und jetzt im Drill bewegt er sich einfach nur nach links konstant, macht keine Kopfschläge, schwimmt ganz ruhig, fühlt sich schwer an. Ganz schwer zu sagen, was da am anderen Ende hängt jetzt. Also der hat sich jetzt wild angefühlt im Drill. Das ist ein Spiegler, ein kugelrunder Spiegler. Ich hätte fast schwören können, dass es irgendwie ein Stör oder so, weil der so ganz ruhig geschwommen ist. Und da ist er im Netz. Puh. Ein solider Fisch auf jeden Fall. Hei, hei, hei. Plan geht auf. Oh. Ja, da ist er, der kleine kompakte Fisch. Der ist genauso breit wie lang, wie hoch. Einfach die perfekte Kugel. Richtig solide. Gut genährt, der Kleine. Die Sonne ist gerade untergegangen. Gut eine halbe Stunde dunkel oder fast dunkel. Die Route auf dem Platz ist wieder rausgelaufen. Jetzt scheint es sich gut einzupendeln. Der Wind lässt jetzt auch nach, es wird ein bisschen wärmer. Das gefällt den Fischen. Man muss hier echt gucken, man hat viele Hindernisse hier unter Wasser. Deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn der Fisch irgendwo reinzieht, dass man da nicht ganz so viel Druck macht. In den meisten Fällen haben sie sich jetzt immer direkt gelöst. Es sind nur so kleine Wurzeln oder Baumstümpfe am Grund. Wichtig ist dann nur, wenn man wirklich so ein Rattern in der Schnur hat, dass man nicht ganz so viel Druck macht in dem Moment. Sonst läuft man Gefahr, dass man eben die Schnur reißt oder eben den Fisch da wirklich reinsetzt und man mit dem Boot rüber muss. So da dann immer ein bisschen weniger Druck machen. Und auch wenn man sowas im Drill hatte, danach immer mal ruhig die Schnur kontrollieren, ob irgendwo Beschädigungen sind. Nicht, dass dann beim nächsten Fisch was passiert. Nein. Oh. Ausgestiegen. Oh nee. Das war dumm. Zu viel Druck. Zwei Stunden später. Ein Fisch verloren gerade. Gerade ist der nächste rausgelaufen. Fallen zu Holz, ey, Scheiße. Gleich muss ins Boot. Ja, im Drill hat er sich festgesetzt, den muss ich mit dem Boot holen. Ich hatte erst gedacht, es ist ein kleinerer Fisch. Aber so klein ist er dann doch nicht. Alter Schwede, was hier für ein Fischbestand in dem See. Das ist ja unfassbar. Platz ist wieder gefüttert.
wichtig noch bei der Futtertaktik bzw. bei dem Füttern mit dem Boilie-Rohr, dass man es schön großflächig füttert. Ich konzentriere mich nicht darauf, dass ich alles nur in einem kleinen Bereich platziere, sondern bei mir kann es ruhig so 50 x 50 Meter breites Feld werden. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass die Boilies schön weit verteilt sind. Damit bleiben die Fische länger auf dem Platz, auch wenn ein Fisch auf dem Platz weggehakt wird, weil die anderen einfach irgendwo anders fressen und nicht direkt daneben. Zudem bewegen sich die Fische mehr. Also auch wenn sie den Hakenköder dann aufnehmen und von einem zum nächsten Boilie schwimmen, dann haben sie ein bisschen mehr Geschwindigkeit und haken sich demnach ein bisschen besser. So meine Theorie. Ob es wirklich so ist, weiß natürlich keiner. Aber ich bin immer ein bisschen besser damit gefahren, die Boilies großflächig zu verteilen. Dann hat man auch keinen konkreten Platz. Die Fische sind nicht so scheu, gerade hier in den doch sehr stark beangelten Gewässern ist es ein bisschen besser, um mehr Bisse zu kriegen. Gerade der See hier ist sehr speziell, weil er wurde im 11. Jahrhundert von Mönchen ausgegraben, per Hand. Was schon ziemlich faszinierend ist. Der hat 17 Hektar Wasserfläche, also die hatten da ordentlich was zu schaufeln. Und die Seebesitzerin meinte auch, das ist eine handverlesene Auswahl an Fischen hier drin. Zudem gibt es hier den ein oder anderen richtig fetten Karpfen. Ich glaube, bis 30 Kilo sind die hier drin. Und wir hatten ja jetzt schon auch den ein oder anderen dicken. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was hier die nächsten Tage noch so passiert. Falls ihr mal an diesem Gewässer angeln wollt, dann checkt auf jeden Fall mal unten die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr alle Infos zu diesem Gewässer. Die Stelle wisst ihr auch, Stelle 13, beste Stelle wahrscheinlich. Da sitzen wir gerade. 18 Wicklungen in die Richtung, da kommt ihr auf den richtigen Spot. Checkt es auf jeden Fall mal aus. Das war's jetzt mit diesem Video. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 und da passiert das hier. Ja, da geht's richtig ab. Und natürlich wie immer, abonnieren nicht vergessen.